Sag mal, wo ist er denn hin? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Au! Zieht auch nichts ab, das Ding. Immer nur 3 HP. So, meine lieben Freunde, der Chris ist wieder da. Wir spielen heute eine Runde Hyperscape. Neues Battle Royale am Start. Das Ganze in dem Techniktest. Läuft auch gar nicht mehr so lange. Wahrscheinlich nur noch bis morgen. Ja, ist ein neues Battle Royale. Alles ein bisschen auf Zukunft getrimmt. Alles mit viel Schweben und tralala. Ich habe erst 1, 2, 3, 4 Runden gespielt. Ich würde sagen, wir gucken da einfach mal rein. Gucken, wie das ausschaut. Gucken, ob sich das lohnt für den einen oder anderen unter euch. Bin gespannt, ob es sich für mich lohnt, ob ich da auf Dauer Spaß dran finde. Soll jetzt, hier haben wir so eine Eingangshalle. Eigentlich ganz cool gemacht. Das Ding ersetzt mehr oder weniger das Menü. Was hier abgeht, weiß ich nicht. Demnächst erhältlich, da geht's zum Spielen. Für alle, die es wahrscheinlich noch nicht gespielt haben, sich nicht in dem, für diesen Techniktest angemeldet haben, wollen wir hier mal reingucken. Squad. Hier können wir auf jeden Fall unsere Squad-Kollegen einladen. News und Updates. Da werden wir wahrscheinlich ein bisschen lesen können. Hier ist unsere Lelek-Chefin. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zum Spiel, schauen uns mal an, jo, was ich so kann, ne? Das Ganze läuft auch alles irgendwie über Twitch und ist mit Twitch kompatibel. Für die, die eine Einladung haben wollten, mussten wieder die sogenannten Drops aktivieren. Also ihr Account mit Uplay-Account mit Twitch verbinden und dann einen Stream gucken, genauso wie es bei Valorant war. Für alle, die Valorant sich auch irgendwie geholt haben. Also das Spiel soll angeblich, so wie ich es gelesen habe, soll das Spiel schon am 12. jetzt in diesem Monat, 12.7. soll das rauskommen. Man weiß es natürlich nicht, ich habe es nur gelesen. Kann natürlich auch sein, wieder sein, dass irgendwas verschoben wird. So, was wollen wir kicken? Squad Crown Rush. Auf Gerard jetzt, oder was? Gerard, ready los hier, du. Ich kann euch gleich sagen, das Spiel ist nicht so leicht. Also, ich finde es nicht so leicht. Das ist nicht wie Call of Duty. Einmal draufziehen, der fällt um. Hier halten die Gegner ein bisschen mehr aus. Habe ich so das Gefühl. Oder ich kann einfach nur nicht schießen. Aber ich glaube, ich muss noch mal eben in die Einstellung gehen. Muss mal ganz kurz was im Gameplay. Vertikale Empfindlichkeit. Gönnen wir uns hier mal auf 20. Machen wir auch da auf 20. Geringer Zielzoom. Die machen wir mal auf 40. Alles so müssen wir ein bisschen runterstellen. Sicht umkehren. Seid ihr wahnsinnig? Nee, will ich nicht. So. Jetzt haben wir bis jetzt hier so eine komische Keule. Manche haben auch irgendwie so eine komische Axt. Die hätte ich jetzt auch gerne. Wann kriegt man diese Axt? Erzähl mal. Epic Mouse. UFC Beatbone. Das ist ein harter Kämpfer. So, jetzt befindet man sich in so einem komischen Ei hier. Und jetzt kannst du eigentlich mit deinem Kollegen dich absprechen, wo du die Eier willst fallen lassen. So, pass mal auf. So. Wie immer, ordentliches Teamplay am Start. Jeder markiert was, jeder ist ganz eifrig. Wo gehen wir denn hin? Irgendwer überhaupt was markiert? Da fliegt ein Kollege von mir. So, aber wo geht's hin? Kann man hier durchfliegen direkt oder wird man da wieder hochgeschleudert? Nein, ich will doch eigentlich... Wieso macht das Eisig jetzt schon auf? Oh Gott. Und ich finde das Waffen finden hier manchmal gar nicht so leicht. Wo wir jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Glück haben werden. Habe ich was? Oh, ich hab was. Das ist College. Ich habe Munition. Das ist so ein bisschen extra Slam, habe ich noch gar nicht benutzt. Hab ich noch nicht benutzt. Das sind auf jeden Fall so Jump Pads. Ganz hoch hinaus. One down. Wie one down? Enemy down oder wer ist down? Ja, ab und zu hat das Spiel noch so kleine Lags, aber Sectors will soon be collapsing. Das mag ja auch am mit Techniktest liegen. So, wo sind sie jetzt hier? Hat er einen markiert? Ich
Kommen wir echt hoch. Das hat echt funktioniert. Aber ich brauche noch eine andere Waffe. Mit der Pistole kann ich nicht allzu viel anfangen. Macht doch nur Spaß, damit zu spielen. Das ist übrigens die Zone. Sind wir in der Zone? Ne, da hat sie geendet. So sieht das aus, wenn die... Wenn die Map am Zone ist. Oh, da ist ein Gegner. Oh, da ist auch wieder was drin. Bloß weg hier. Du wurdest offenbart. Ja, das ist natürlich doof. Okay. Tut mir leid, Freunde. Ich musste kurz weg. Das ist dämlich, ey. Meine Waffe ist irgendwie verbessert. Ich habe gar keine Ahnung. Zweite Waffe. Ist auch nicht schlecht zu haben. Ich hätte aber gerne mal irgendwas. Was ist das? Egal. Ich glaube, das ist sowas wie eine Schrotflinte. Kommt man nicht raus. Die Türen sind nicht alle begehbar. Auf jeden Fall ist es so, wenn man nachher drauf geht, kann man auch als Geist rumschwören. Oh, die Zone löst sich auf, wir müssen hier raus. Zusehen, dass wir hier rauskommen. Oh Gott. Oh, da hat er mich geholt. Den kriege ich auch nicht kaputt, den Jungen. Den habe ich nicht kaputt bekommen. Und jetzt bin ich ein Geist. Jetzt kann ich als Geist weiter agieren. Die Kollegen können jetzt zu diesen Portalteilen gehen und mich versuchen wieder aufzuheben. Aber das ist natürlich ordentlich teambasiert. Man muss natürlich markieren, wo man gerade hingeht. Oder man muss gucken, wo die gerade hingehen. Was jetzt? Das heißt, man kann, ist noch aktiv dabei. Man kann auch aktiv mitlaufen. Das ist natürlich eigentlich ganz cool. Was liegen hier für Teile rum? Was ist das? Ja, ja, ich bin hier. Komm. Ich bin hier. Gleich Waffen hier. Auch sehr geil. Gott, wo ist der? Einmal wieder rausgelaufen. Gott. Oh mein Gott, ist das Spiel schnell. Die sind übel, die Typen. So, ich kann mich heilen. Alles klar, sehr geil. Sag mal, wo ist er denn hin? Sag mal, das gibt's doch gar nicht. Au! Müssen die Kollegen unterstützen. Ah, Mine! Das ist der Wahnsinn. Oh, 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 oh.
Wir müssen auch uns irgendwie Highground holen. Wir müssen nach oben. Der tot? So, wo sind unsere Kollegen? Da vorne. Der ist richtig, der wird richtig gejagt von dem. Hat mich wieder geholt. Schade. Der hat aber schon 3 Kills. Der scheint besser zu sein. So, ich bin jetzt der Geist, Leute. Ich werde eure Seelen holen. Ich hoffe, meine Kollegen holen mich gleich. Yippie! Oh, ne, hier sind Feinde. Wo sind meine Kollegen? Da hinten. Aber hier ist kein Pad mehr, das heißt, bewachen die das Ding jetzt hier? Fuck. Hier ist auch ein Pad, Kollege, hier. Traut er sich? Zieht auch nichts ab, das Ding. Immer nur 3 HP. Ah, schade. Wieder als Geist. Das ist der Wahnsinn. Was hier abgeht, du. Bin der Geist der bösen Mütter. Mach ihn fertig jetzt. Hau ihn durch. So, wo muss ich mich denn jetzt wieder raufstellen? Da. Kann ich dich ausschlagen? Nee, kann ich gar nicht. So, hier könnte er mich wieder heilen, aber hier ist richtig Hackenpenner-Party. So. I have AirPods. Er muss mir seinen Status echt mitteilen, indem er seine ID so macht. Gut, dass ich, gut, dass sie krank, wenn irgendwer Syphilis hat und ich schreibe, I have Syphilis. Das sollte man vielleicht lassen, aber I have AirPods ist da vielleicht besser. Ja, warte, kannst du mich jetzt wieder heilen oder nicht? Ich glaube, der andere Kollege kann. Nein, das ist außerhalb. Digga. Fuck, Alter, hier wird richtig. Kann ich da hingehen? Oh nein, hier darf ich nicht mehr. Da darf ich nicht mehr. Die nächsten sind weit weg. 168, 191 Meter. 185 Meter, will mich verarschen. Alter, ist das spannend. Health Kit Event. Sollen wir das jetzt sagen? Ich muss da. Oh. Kannst dich überall nochmal heilen. Ich muss da hochkommen. Ne, ist auch ein Geist. Der Kollege ist auch ein Geist. Der wartet auch, bis unser Kollege hier hochkommt. Komm, Digga, komm hoch. Ja. Bevor sie den Schmuh merken, komm. Ja, sehr gut, das machst du gut. Oh, nur noch Waffen. Bevor Handy und Nandi kommen. Oh, da. Besser als gar nichts. Noch mehr? Kollege. Wir sind Gegner um.
Nein, schon wieder tot. Das gibt's doch gar nicht. It's not over yet. Es ist noch nicht zu Ende. Ich bin immer wieder ein Geist. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Lass er, lauf doch weg, Digga. Hier sind überall Gegner. Oder sind das die letzten? Hau ab, Digga. Du machst das gut. Hau ab. Nein, du sollst abhauen. Oh, schade, 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 schade. Oh. Aber gut durchgehalten. Ich muss sagen, die anderen Runden, die ich vorher gespielt habe, die waren, da war ich schneller tot. Oder besser gesagt, mein Team war schneller tot. Ja, Runde hat Spaß gemacht. Natürlich noch ein bisschen ausbaufähig mit Waffen und. Man muss das Ganze wahrscheinlich noch ein bisschen üben. Das Ganze ist auf jeden Fall schneller als alles, was ich so im Battle Royale-Bereich gespielt habe. Außer Island of Nune. Könnte so ähnlich sein. Island of Nune war ja auch so auf so ein Zukunftsding. Hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ja, meine lieben Freunde, das war eine Runde Gameplay von Hyperscape, genau, so heißt es. Ich würde sagen, meine lieben Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, schreibt mir was in die Kommentare, würde mich riesig freuen. Alle Fragen werde ich dazu auch beantworten und auch beantworten können, denke ich. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Bis denn dann. Ciao, ciao.